Mitch Knierth bei Radio Bielefeld. Die Niederlage in Mannheim haben Spieler unterschiedlich verarbeitet. Der Vorfall von Kaido Misuta am Café Europa ist jetzt vom Verein bestätigt worden. Wann hast du davon erfahren und wie geht ihr mit der Sachlage um? Ja, ist natürlich maximal ärgerlich. Ich habe es einen Tag später erfahren. Das heißt, das Thema ist bei uns schon länger durch. Wir haben es intern geklärt. Auch die Strafe bleibt alles intern, wie wir damit umgehen auch. Aber ist natürlich eine Situation, wo wir gerade stecken, alles andere als positiv. Ich denke mal, du hast dich unter vier Augen mit ihm ausgetauscht. Was war so eine Reaktion von ihm, ohne jetzt schon genau auf die Folgen einzugehen? Wie hat er auf dich gewirkt? Ja, hat es natürlich eingesehen. Ich glaube auch, dass die Situation das gerade absolut nicht widerspiegelt, dass man irgendwie dann feiern geht. Hat er eingesehen und ja, deswegen muss man jetzt trotzdem nach vorne gucken. Aber ist natürlich in der Situation, wo wir gerade sind, absolut ja, unangemessen. Um die Personalie abzuschließen, was heißt das für das wichtige Westfalen-Pokal-Halbfinale jetzt gegen Preußen Münster für Kaito? Ja, das werden wir dann sehen, ob er im Kader ist, ob er nicht im Kader ist. Wie gesagt, den Kader gebe ich ja nie bekannt. Deswegen warten wir mal bis Samstag ab. Trotzdem nochmal auch von seiner Seite aus, der hat sich bei allen entschuldigt. Und ihm ist auf jeden Fall bewusst, dass er einen großen Fehler begangen hat. Jetzt sind andere Wettbewerbe ja immer eine willkommene Abwechslung normalerweise in der Saison, wenn man vom Liga-Alltag in die Pokalwettbewerbe geht. Jetzt ist das Westfalen-Pokal-Halbfinale. Für Arminia Bielefeld steht da trotzdem eine Menge hinter. Der Club hat keine Kohle. Die erste DFB-Pokalrunde würde winken mit noch zwei Siegen, mit 200.000 Euro plus X, was dazu kommen könnte. Wie geht er mit der besonderen Situation in dem anderen Wettbewerb jetzt um? Ja, es ist ein sehr wichtiges Spiel. Es ist ein Derby, es bleibt ein Derby. Ganz, ganz wichtig. Und dann natürlich der finanzielle Hintergrund ist natürlich auch wichtig in der Situation, wo wir uns befinden. Deswegen gehen wir das Spiel genauso an, als wenn es ein Meisterspiel wäre. Auch von der Aufstellung her, wir werden da keine Experimente machen. Und so gehen wir mit der Sache um. Das Stadion wird wieder voll sein, wie immer im Derby eigentlich, die Schüco Arena. Viele Münsteraner-Fans reisen natürlich auch an die ganze Kulisse, die Atmosphäre. Ist das wieder eine Chance, wie es so oft schon Chancen gab in dieser Saison, aber eine weitere Chance, wieder mit den Arminia-Fans einfach ein Statement zu setzen? Ja, also dafür bieten sich natürlich Derbys am meisten an. Wir wollen wieder eine positive Stimmung schaffen, ähnlich wie im Hinspiel gegen Münster, wo es uns gelungen ist, weil danach kommt Duisburg, was wieder ein sehr, sehr wichtiges Spiel wird. Und ja, so gehen wir damit um. Das heißt, ein Derby, wir wollen den Sieg haben, damit wir eine Runde weiterkommen. Wie sieht die Personallage bei den zuletzt verletzten oder angeschlagenen Spielern bei Arminia aus? Mumulo ist leider krank geworden, da sieht es auf jeden Fall besser aus. Wörl hat am Dienstag das Training abgebrochen, konnte dann aber jetzt heute schon wieder einsteigen. Das heißt, bis Wochenende wird nur Mumulo und Sarin dann mal sehen ausfallen. Die Preußen sind dieses Kalenderjahr noch ungeschlagen. Wird mal wieder Zeit. Ja, auf jeden Fall. Ist ein guter Zeitpunkt, glaube ich, um die erste Niederlage denen beizubringen. Vor allem dann im Derby zu Hause ist, glaube ich, von allen ja das, was wir wollen. Kennst ja auch einige Spieler von den Preußen. Was macht die im Moment so gut, dass die so einen Lauf haben und natürlich auch oben anklopfen, auch wenn man es in Bielefeld nicht so gerne sieht beim Blick auf die Tabelle, aber Preußen noch mit Aufstiegschancen. Warum sind die im Moment so gut? Warum haben die so einen Lauf? Ja, sie stehen hinten sehr stabil, haben vorne zwei Spieler, die immer wieder Umschaltaktionen für sich nutzen, beide mit sehr großem Tempo. Die müssen wir im Griff haben und wenn wir die beiden Stürmer im Griff haben, dann hat man, glaube ich, schon ja ganz, ganz viel von deren Stärke ja weggemacht. Und trotzdem müssen wir immer wieder, auch wie es gegen Mannheim war, unsere eigenen Chancen auch nutzen, weil da haben wir ganz, ganz viel liegen lassen. Okay, viel Erfolg dabei im Derby. Dankeschön.